Hey Isa, erzählst du uns was von dir? Ich bin 24 Jahre alt, wohne im wunderschönen Köln, bin wie alle Kölner super aufgeschlossen. Mit mir hat man immer was zu lachen. Möchtet ihr denn was Bestimmtes über mich wissen? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ich bin immer interessiert an Neuen, nehme super gerne Herausforderungen an, deshalb bin ich auch sehr zielstrebig, dennoch total unkompliziert und detailverliebt. Auf Architektur übertragen kann ich mir unter detailverliebt was vorstellen. Wie spiegelt sich das denn in deiner Freizeit wider? Ich bin fast immer unterwegs, erkunde Altes und Neues so gut wie immer zu Fuß und bin da auf der Suche nach der Ästhetik und der Details des Alltäglichen. Deshalb habe ich auch immer meine Kamera oder mein Handy mit dabei. Und wie gestaltet sich deine Freizeit noch? Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Freunden, umgebe mich gerne mit Menschen, weil es mir wichtig ist, so meine Erfahrungen und Eindrücke zu sammeln, aber auch zu teilen. Und am Wochenende kann man mich auch gerne in einen Café setzen und ich gucke mir einfach stundenlang das bunte Treiben an. Also kann man sagen, du lässt dich vom Alltag inspirieren? Ja, total. Also neben dem Alltäglichen und generell Architektur inspiriert mich am allermeisten das Reisen, das Entdecken neuer Orte und Kulturen. Und was mir dabei eigentlich auch noch besonders wichtig ist, dass ich immer das landestypische Essen probiere und super experimentierfreudig dabei bin. Was hat dich beim Reisen bis jetzt am meisten inspiriert? Ja, definitiv Tel Aviv, eine Stadt, die pulsiert, unfassbar modern und traditionell zugleich ist. Und dann gibt es neben all der Exotik noch die Wild City, die den super schönen internationalen Bauhausstil repräsentiert. Und ich bin auf jeden Fall ein riesiger Fan. Was begeistert dich denn an dem Beruf einer Innenarchitektin? Die Vielfältigkeit, hauptsächlich die Schnittstelle zwischen Architektur und Design. Ist doch beeindruckend, dass man auf der einen Seite einen Raum komplett verändern kann und auf der anderen Seite auch auf die bestehende Architektur eingehen kann und diese mit unterstützen und unterstreichen kann. Und ganz persönlich gesehen, ich gehe super im täglichen Experimentieren mit Formen und Materialien auf. Was willst du denn noch alles lernen? Da gibt es vieles, was ich noch lernen muss und will. Beruflich gesehen will ich natürlich meine Kenntnisse und Fähigkeiten weiter ausbauen, gerne auch fachübergreifend. Ich will zum Beispiel ein sicheres Auftreten auf der Baustelle gewinnen. Und ich glaube, grundsätzlich könnte und möchte ich auch mein Französisch mal wieder auffrischen. Letzte Frage. In deiner Freizeit mit vielen Menschen zu sein und im Café zu sitzen, ist natürlich schön. Aber da gibt es noch mehr, oder? Ja, auf jeden Fall. Im Winter fahre ich zum Beispiel super gerne Ski. Ich bin total oft in Museen und Ausstellungen und generell auch immer auf der Suche nach Sachen und Dingen, die ich noch nicht kenne und ausprobieren kann. Tschüss! We can always stay here.